Und es geht weiter zur Welt von Echo of Soul. Achtung, bitte nicht erschrecken. Hier ist der Schrecken. Und zwar der... Ich habe mir seinen Namen nicht mal gemerkt. Ich habe ihn eben noch gelesen. Na, Leichenschmaus oder so? Laborexperiment. Wie komme ich denn auf Leichenschmaus? Ich habe keine Ahnung. So, ich hau heute wieder eine Folge raus. Arcana-Prüfungsbosse. Zusammenschnitt so ein bisschen. Und werde nebenbei über etwas quatschen. Aber erst nach dem Boss, denn den kenne ich noch nicht. Das heißt, bei dem muss ich mich mal konzentrieren. Also mal schauen. Und bitte, Leute, wegen der Zeit hier. Wenn ich das Solo mache, bin ich nebenbei mal AFK, starte vor die Aufnahme. Ich aktuell, wenn ich ab und zu warte, mich zu heilen, brauche ich immer so 9 Minuten irgendwas. So, und ich würde mal sagen, es geht los mit dem. Alles angeworfen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung noch, was der hier so macht und treibt und kann. Nebenbei den einen oder anderen Trank einwerfen. Wenn das der ist aus Dragis Labor, dann kenne ich den schon. Da hatte man ja so einen. Genau, hier macht er jetzt so ein Gift. Und irgendeinen Strahl hat er auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, also ist der ganz normale Gegner auch aus Dragis Labor. Hier wieder ausweichen, alles klar. Jo, das passt. Dann habe mich jetzt wieder für Stufe 1 entschieden. Ach komm, reicht dann schon langsam. Habe mich jetzt wieder für die Prüfung Stufe 1 entschieden, weil mir momentan die Verbände für Stufe 2 fehlen und die bekommt man dort irgendwie leider nicht. Und deshalb will ich hier nicht zu viel Kohle ausgeben, um da irgendwie... Ja, keine Ahnung, Verbände zu kaufen oder sonst was, weil hier droppen die relativ häufig, sodass man die sogar durchgehend verwenden kann. Und das reicht dann auch. Okay, Achtung. Es war nämlich in den letzten Tagen, also am Mittwoch, war wieder mal eine Wartungsarbeit. Das ist nichts Überraschendes. Die gibt es jeden Mittwoch. Aber diese, die hat es echt in sich, dass sogar ich mir gedacht habe, okay, ich kenne schon so einiges. Aber das war heftig. Wartungsarbeit, wie gesagt, jede Woche. Immer am Mittwoch. Die ist dann auch in Aura Kingdom. Oder ich glaube allgemein in allen Area Games spielen. Oder, ups, komm. Oh. Das hasse ich nämlich, wenn so ein fetter Skill ausgeführt wird. Jo, allgemein in allen Area Games spielen. Irgendwie, oder in den meisten, die ich zumindest kenne oder aktiv verfolge. Und da fahren sie die Server runter. Und an dem Tag war der eben für 9 bis 10 Stunden down. Das war schon heftig. Unter der Woche einfach so 9 bis 10 Stunden Downtime. Das kann sich sehen lassen. So, reinschauen in die Schatzkiste. Oh! Ja, grüß dich. Willkommen in meinem Inventar. Wie geht's dir? Freut mich, dich zu sehen. Ja, Spitzenklasse. Ha, um 7 Item-Level verbessert. So will ich das sehen, so will ich das sehen. Jawohl, ja, das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal gut an. Jawohl. Das sieht gut aus. Die gefällt mir. Sehr fein. Das bedeutet, das wird ein gutes Video. Definitiv. Moment, den Effekt kann man verstärken. Wie war das? Genau so, glaube ich, irgendwie. Ja, was auch immer. Egal, und jetzt geht's gleich weiter mit dem nächsten. Oh, Spielezwein. Oh. So, gleich gibt es den nächsten. Also, was ich gesagt habe, da waren eben ziemlich heftige Wartungsarbeiten. Normalerweise, gut, dauert es mal ein paar Stunden, wenn die um 10 Uhr beginnen. Dann sollte das unter der Woche nicht so schlimm sein. Aber das an diesem Tag, das war irgendwie... Das war nicht mehr so schön mit anzusehen und auf Facebook sind die Leute ein bisschen ausgerastet. Keiner wusste, wie lange wird es noch dauern und so. Nirgendwo hat man was gelesen. Ich glaube, in der Shoutbox wurde was geschrieben, aber ja. Verwüster, den kenne ich auch nicht, oder? So. Und ich denke mir, also auf der einen Seite natürlich ist das ziemlich
wie soll man sagen, ziemlich unklug, wenn man fast neue Musik, aha, fast nur 6 Tage die Woche dann zocken kann, wenn man den Mittwoch sowieso rausstreichen kann, sozusagen, aus seiner Liste. Der hält irgendwie nicht viel aus, zahlt aber dafür auch richtig viel aus. Ja, und das ist ein gesamter Tag, an dem Leute nicht im Shop einkaufen können, an dem Leute Zeit haben, vielleicht in der Zwischenzeit nach kostenlose MMORPGs zu suchen, Alternativen für Echo of Soul zu finden. Und naja, es ist irgendwie nicht gerade das Schlauste. Unterm Strich, so lange Wartungsarbeiten unter der Woche zu so einer Uhrzeit zu machen. Natürlich verstehe ich, dass um keine... Oh, ich sollte vielleicht auch mal eine Heilung einwerfen. Dass zu anderen Uhrzeiten die Leute nicht arbeiten und noch schlafen und so. Aber da müsste einfach... Ich weiß nicht, was bei diesen Wartungsarbeiten gemacht wird. Ich kann es nur sagen, ich muss immer wieder an das Beispiel denken von Path of Exile. Ein Free-to-Play-Hack-and-Slay-Spiel. Dahinter steckt eine ganz junge, frische Firma, die ja aus dem Nichts erschienen sind und eben dieses Hack-and-Slay gemacht haben. Und die Sache ist bei denen, dass die Wartungsarbeiten dort und die spielen trotzdem einen neuen Patch auf. Okay, hier blaues Hemd, nicht so interessant. Die spielen einen komplett neuen Patch auf, aber die Wartungsarbeiten sind 5 Minuten maximal. Natürlich, bei einem Add-on mit großen Content-Updates dauert das schon auch ein bisschen länger, aber das sind ja hier, wir sprechen von wöchentlichen Wartungsarbeiten und der Patch, der da kam, war irgendwie, wir haben einen Bug gefixt. Danke, tschüss. So. Und das hat 10 Stunden gedauert. Das fand ich echt heftig. Und da frage ich mich, was dauert denn da so lange und wieso können das andere Games so gut machen? Oh, Spielezwein. Oh. So, wieder da. Ach, nicht euer Ernst. Nochmal der Verwüster. Na gut, wäre das auch geklärt. Also, was ich eben nicht so verstehen kann, Wartungsarbeiten. Das Wort ist irgendwie, was soll man sich darunter vorstellen? Ein Auto muss man auch ab und zu warten. Mal ansehen, ob alles noch in Ordnung ist oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Aber das ist ja was anderes. Da wird ein Patch einfach aufgespielt und der Patch ist in vielen Fällen nicht sonderlich groß. Und da frage ich mich dann eben, warum das so lange dauert. Natürlich, das war jetzt ein Einzelfall und normalerweise dauert es immer so 3 bis 4 Stunden. Aber selbst das finde ich viel. Das ist nur ein Update. Ich will zwar nicht wie ein Klugscheißer irgendwie klingen, denn ich habe davon, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Aber was wird denn da gemacht, dass das so lange dauert und andere Games das in Minuten hinbekommen? Das ist eben so die Frage, die ich mir teilweise stelle. Und ich muss ehrlich sein, ich meine, dafür bin ich vielleicht einfach nur mit zu viel Herzblut hinter meinen Projekten dahinter. Aber wenn ich so ein Spiel machen würde, ich würde so ein Update verdammt nochmal um 6 Uhr in der Früh bringen oder so. Sodass dann, vor allem es sind ja Ferien und das Argument mit, ey ihr Harzer, geht doch arbeiten, das zählt auch nicht so ganz, finde ich. Weil das nächste MMORPG ist nur einen Klick entfernt und heutzutage ist es sowieso so schwierig, dass die MMORPGs ihre Spielerschaft halten können. Und immer wieder liest man, dieses MMO geht offline, jetzt haben sie Raiders aufgestellt, endgültig und all solche Dinge eben. Und von daher würde ich eher nach dem Motto gehen, den Spielern das Leben so schön wie nur möglich zu machen. Der Crit war nice. Und 1111, eine schöne Zahl. Ja, und dann nicht irgendwie einen gesamten Tag für ein Update zu verschwenden. Also ich habe keine Ahnung. Ich wüsste gerne, was da so passiert. Was man da großartig machen muss auf den Servern, dass das eben so lange dauert. Aber vielleicht sollten die mal nachfragen bei Path of Exile, wie die das so schnell hinbekommen. Eine Erdbeere, lecker. Ein Rubin ist auch ganz nett. Der teuerste, wenn mich nicht alles täuscht, von den Edelsteinen. Und ein bisschen was an
Gold, genau. Und ich würde sagen, einer geht noch. Oh, Spiele 2. Oh. Und der letzte Gegner, wenn ich jetzt wieder diesen Verwüster bekomme, dann kann es da ja nicht ganz mit rechten Dingen zugehen, meine ich mal. Weil da gibt es ja richtig viele verschiedene. Und ich glaube, das hatte ich schon im letzten Video, wo ich das gemacht habe, dass irgendeiner von denen dann häufiger vorkam. Aber mal schauen. Ich finde immer mehr Bosse und irgendwann kenne ich sie dann vielleicht auch mal alle. Man kann ja eine Woche hier 30 Mal rein, aber das tue ich bisher noch nicht ganz. Der Waldkönig ist es diesmal mit den Blüten. Sei doch mal still. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, kommt mir vielleicht nur so vor, ich habe die alte Waffe jetzt schon verscherbelt, aber die neue geht schon ganz gut ab. Verzauberungstechnisch leider auch nicht das Gelbe vom Ei erwischt, Angriff 5, ansonsten, aber das passt. Immerhin Angriff für mehr Kavums, Ausweichen, ja, ich bin Damage Dealer. Passt für mich soweit. Dann würde ich sagen, den Buff hebe ich mir für die große Blume auf. Sobald die kommt. Ich liebe den Sound von dem Gegner. Der ist einfach nur köstlich, muss ich sagen. Ja. So, Moment. Hier ist die Malve mit einem AOE tot. Aber irgendwann kommt eben die große davon. Und die ist dann nicht mit einem AOE tot. Da hebe ich mir ganz gerne den Buff auf T auf, weil den kann man sowieso nicht. Genau. Boah, das ist immer so ein heftiger Sound. Den kann man sowieso nicht öfter als einmal einsetzen. Und was mir gerade auffällt. Verdammt, ja, egal. War das mein erster Trank hier? Weiß gar nicht. Der hat noch nicht so groß reingehauen. Ach verdammt, ja, das vergesse ich immer, wenn man nicht nahe rangeht zu ihm. Dann macht er einen AOE. Also keinen AOE, einen Fernkampfzauber. Deshalb danach immer sofort ranspringen. Tja, kann ich nichts machen. Sorry, wenn du so schlecht bist. Und going down easy. Kein Problem. Kimaru, Berserker blaues Schwert, 3 Gold, Heiltrank und ein plus 1 Smaragd. Na gut, dann wäre das erledigt. Aber ich bin froh, dass ich eine neue Waffe habe. Die ist auf jeden Fall ein saftiger Gewinn. Sehr genial. Jo, jetzt erstmal dann das Video zusammenschnibbeln. Das wollte ich mal loswerden, weil dieser Server da und ich meine, es war nicht so, als ob ich jetzt hier jede Minute unbedingt zocken wollte. Wie gesagt. Man hat genügend andere MMORPGs, aber das sollten die MMORPGs eben auch bedenken. Jo, danke fürs Zusehen und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.